Das ist halt so ein Sammelsurium. Man ist noch nicht ganz so. Okay. Als ich in die Wohnung kam, habe ich direkt erkannt, dass da sehr, sehr viel Trödel war und eine ganze Menge. Und da habe ich dann gedacht, da musst du dich durchwühlen. Die Bilder, wenn ich die jetzt mal durchgehe, das ist nichts, das ist so Heimarbeit. Genau. Ja. Das ist ein Druck, das ist auch so Heimarbeit. Das ist eine Kopie von Van Gogh. Ne? Genau, würde ich auch so sehen. Hat jemand zu Hause gemalt, ist auch nichts, ist Flohmarkt. Also ich glaube, der Maurer weiß schon genau, was er da tut. Und egal, ob das jetzt auch von den Aussagen dann her Trödel ist oder ob es jetzt wertvolle Sachen sind, wichtig ist ja einfach zu wissen, wo man steht mit den Sachen. Und das finden wir einfach super. Puppen ja, habt ihr auch? Ja, genau. An Puppen hier. Wer hat das denn gesammelt? Die Mutter oder der Vater? Nein, auch der Vater. Also auch wenn es so nicht echt? Klingt. Ja. Das sieht ja aus wie die Mutter. Also. Guten Abend, Mutti. Ich gucke noch gerade mal hier durch, ja, was das hier so ist. Ja, hier geht es ja auf Masse, ja? Also da kannst du dann nur... Das ist vielleicht für so einen Weihnachtsrödelmarkt gar nicht mal so interessant oder so Geschichten. Kann man das vielleicht mal machen? Doch, die kannst du immer verkaufen. Das sind immer die gleichen Leute, die Puppensammlerinnen, ja? Das ist ja auch so eine Sammelsache, ja? Also man kauft die auch, weil die ein hübsches Gesicht hat oder weil genau, die... Genau, genau. Das ist okay. Also Puppensammler ist so eine eigene Fraktion. Und ja, die kann man auch immer bedienen. Also musst du nicht bis Weihnachten warten. Hm. Mit den einen da, da würde ich gerne mal zu so einer Expertin gehen. Und hier mit denen, das ist teilweise auch nur Flohmarktware. Ja? Das ist hier Ton. Ja? Mein Vater hat auch die Uneigenart, Sachen auf dem Trödelmarkt selber zu verkaufen, aber immer wieder was mitzubringen. Hier ist alles so ein bisschen geballt, weil hier haben wir auch geballt. Die meisten Sachen noch stehen, weil der Raum eigentlich... Alles heilig hier. Zeig mal hier. Ja, das ist Gips, ja. Mhm. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ist nett aber, ne? Gut, da müssen wir gleich mal alles zusammenräumen, die ganzen Heiligen und sowas, ja. Damit wir mal so ein bisschen hier einen Überblick gewinnen, ja. Der kommt dann auch dabei. Das ist genau. Ein ganz großes Buchstuhl, genau. Mein Vater hatte zur Kirche einen sehr guten Bezug. Er war katholisch, hat also auch einen sehr hohen Wert auf die katholische Kirche gehalten. Und wie gesagt, das sind so die Überbleibsel, die wir dann noch so hatten. Ja, das ist auch so, sagen so, sieht aus, als ob es aus den 20er Jahren ist. Ja. Ist ein Meißner. Meißen, ja. Stadtmeißen, ja. Genau, aber das ist nicht Meißen, die Marke. Genau. Meißen, die Marke, die hätte zwei Schwerter. Ja. Richtig. Und das haben wir hier nicht. Das ist ja wahrscheinlich dann auch nicht so wertvoll. Ne? Gut. Das ist okay. Das muss auch zum An- und Verkauf oder sowas. Was hast du hier? Sammeltassen? Genau, da haben wir halt im Prinzip schon Sachen. Das ist aber auch eine kleine Auswahl. Genau, das ist nur eine kleine Auswahl, da haben wir auch deutlich mehr. Hutschenreuther. Ja, Hutschenreuther war immer eine zweitklassige Marke. Ja. Genau. War nie erstklassig und dementsprechend ist es auch heute der Marktwert. Ja. Genau. Wenn es jetzt Meißen-Sammeltassen wäre, wäre das wertvoller. Richtig. Aber Hutschenreuther ist nichts. Das ist auch so nichts Besonderes, aber es ist ein schöner Flohmarktartikel hier. Ne? Also würde ich sagen, würde ich auf dem Flohmarkt jetzt mit 15 Euro ansetzen, so eine Schale. Ja. Ist jetzt nicht die Welt, aber ist ja auch nicht eine Weltmarke. Genau. Was denkst du, was wir damit machen mit dem ganzen Zeug hier? So. 60, 70 Euro. Ja, ein bisschen wenig, ja? Zu wenig? Wenn du das jetzt alles einzeln verkaufen würdest, ja? Irgendwo müssen wir ja anfangen, ja? Zu dann handeln. Vielleicht bei 150. Wo anfangen? Ja. Also ich habe die Hoffnung, dass er das vielleicht alles zusammen für 150 kauft, ja? Und ich würde mich freuen, wenn wir mit 200 anfangen, ja? Minimum ein Huni, ja? Ich sagen, okay? Das wäre okay. Alles klar. So, dann gehen wir da jetzt rein. Ja.
Was ist denn das für ein Material? Das ist doch Gips, ne? Ja, ist Gips. Ja, ist Gips, ja. Aber schwer wie Blei. Ja, das ist bei Gips schon mal. Ja. Das Holz, das gefällt Ihnen schon besser, ne? Ja, nicht unbedingt. Das ist, ja. Ja, das ist Originalreplikation. Ja, ja, sicher. Das ist Originalreplikation, da ist ja ein Widerspruch in sich schon drin, ne? Ist also auch nicht sehr alt, ne? Das ist also dann aber also, ist auch noch schön, ne? Ja, die Sachen sind nicht Geht schlecht. Die Sachen sind nicht schlecht. Also passen Sie mal auf, machen das hier mal ab. Ja. So. Jetzt haben Sie Original. Also so einfach geht es nicht. Wenn wir jetzt einmal dabei sind, dann würde ich sagen, zum Schluss Ihre Preisvorstellung. Also 150. Jetzt. Also ich würde jetzt ohne weiter zu handeln, 100 da, dann... 100? 100. Okay. 120? 100. Nee, 100, also wir sind arm. 100? 110. 110. Okay, 110. Das war mir ein Vergnügen, ne? Ja. Vielleicht haben wir das nochmal. Ja? Dankeschön. Bringen Sie mal was Schönes mit. Sie haben was Schönes. Ja, vielleicht. Originale. Was habt ihr euch denn vorgestellt, was wir dafür kriegen? Ich muss das immer wissen. Also, für einen Spiegel? Was willst du dafür haben? 30, 40 Euro auf jeden Fall. Was willst du für die Leuchter haben, beide zusammen? 60 Euro. 60 Euro, setzen wir mit an, ja. Minimum, will ich wissen. Ja, 45. Also 45 finde ich schon. Alles klar. Wir haben hier ein paar dekorative Elemente. Mhm. Ja. Ich stelle mir vor, für den großen 40, für den kleinen 25 und den Spiegel maximal 40. Sind wir bei 105 Euro. Wir hatten uns ein bisschen mehr vorgestellt. Ja? Mhm. Sag mal, was wir vorgestellt hatten. Ja, wir hatten ja gesagt so 150 bis 125 so im unteren Bereich. Okay, könnten wir uns denn dann auf 120 einigen? Ja klar, ja? Kein Problem. Hand drauf? Ja klar. Super, oder? Der Verkauf ist super gelaufen. Die Taktik von mir ist auch aufgegangen. Einfach zu sagen, die soll uns mal einen Preis machen und wir setzen einfach noch einen drauf. Und das war klasse. Jetzt schnappen wir uns jetzt die ganzen Puppen von da hinten, ja, und tun die hier rüber, alle. Uwe, was hast du denn für Preisvorstellungen so? Ja, nach dem, was du uns so gesagt hattest, so ein oder zwei Puppen, muss ich ehrlich sagen, kann ich es gar nicht so genau schätzen, aber... Vielleicht sind da wirklich zwei, drei, vier Stück bei, die auch mal 15, 20 Euro wert sind. Also das müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Okay, so 15, 20 Euro pro Puppe, wenn das eine tolle ist. Wenn und es so. Eine gute ist, genau. Man kann das ja unterscheiden, ja. Hier wird es nichts, ja. Klar. Hier liegt jetzt nur dabei, dass es viel ist, ja, das sieht immer gut aus. Und für die, wenn sie Interesse hat, ja, fangen wir mit 15 an, ja. Und gut. Dann sagst du immer Verhandlungsbasis oder sowas. Das sieht alles aus, klar. Ne? Ach, Frau Groß, da sind Sie erst mal. Ja, grüße guten Sie. Tag. So, Frau Groß, jetzt sagen Sie uns mal was zu den Puppen hier, ja? Gucken Sie mal, hier, die ja. Sieht doch schön alt aus, ja? Ja. Da ist auch noch eine Schildkrötenpuppe dabei, die schwarze. Ja, ja, aber das ist die neuere, mit, mhm. Mit dem Gummikopf. Ja. Okay, und die alte sieht wie aus? Die hat einen festen Kopf. Ah, okay. Also die hat feste Kopf. Also ich würde sagen, das ist komplett neu. Die kann 60er Jahre sein. Ist okay. Auch, könnte was Zapf denn? Oder Schildkröt, sagen Sie. Das ist Schildkröt. Ja, ja? Aber ja. Neueres Modell, das fühlen Sie hier am Kopf. Wie, wenn ich so mache? Ja, also. Die müsste, wenn die älter ist, hat die das. Dann wäre es Tortolon. Ah, okay.
Tortolon ist das Material, ja, was dann... Oder Zelluloid. Woraus? Tortolon ist noch ein bisschen älter. Ah, okay. Kein Sammlerwert, noch nicht. Das ist keine konkrete Zahl. Sagen Sie mal eine konkrete Zahl. 20 Euro vielleicht. 20 Euro? Das ist gut. Vielleicht. Ja, vielleicht. Also 15 bis 20 Euro. Ja, 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 ja. Ich zeige Ihnen mal eine echte Puppe. Haben Sie mal eine mitgebracht? Ja, ich habe Ihnen mal eine mitgebracht. Ich habe sie auch im Katalog drin. Die ist aber klein, ne? Ja, aber fragen Sie nicht, was sie kostet. Wie viel Geld halte ich denn jetzt hier in meiner rechten Hand? 150 bis 200, 250 Euro. Wie alt die jetzt ist, können Sie gar nicht sagen, oder? Ja, doch, könnte man. Also so 100 Jahre oder so? Nee, das ist sie nicht. Okay. Aber um den Dreh... Frau Groß, würden Sie, wenn Sie diese Puppe jetzt hier kaufen, auf dem Flohmarkt dafür 50 Euro bezahlen? Ich? Nein, weil ich sie nicht möchte. Ja, aber wenn Sie sie möchten. Ja, wenn ich die sowas suche. Ja, wissen Sie, wir haben nämlich den Plan, auf den Flohmarkt zu gehen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass der Uwe... Ja, sich darauf fixiert, dass wir da 50 Euro für kriegen müssen. Aber es ist ja gut zu wissen, dass die Puppe, dass sie nicht für 10 Euro über den Tisch gehen muss. Das vielleicht nicht. Ich denke mal, wenn wir morgen auf dem Trödelmarkt wirklich ein paar von den Sachen mitnehmen, dann können wir vielleicht den einen oder anderen, dem die Puppe dann auch gefällt, wirklich den einen oder anderen Euro auch rauslocken. Vielleicht sogar mehr, als wir jetzt gedacht hätten. Vielleicht sind ein paar Leute dabei, die es interessant finden, und dann sehen wir einfach mal.